In dieser Meditation üben wir uns darin, das Herz für uns und andere zu öffnen und einen wohlwollenden und freundschaftlichen Kontakt mit uns zu pflegen und zu kultivieren. Die Übung besteht darin, dass wir uns und anderen vom Herzen her gute Wünsche schenken und diese innerlich sprechen. Gute Wünsche oder Herzenswünsche, die universell sind und uns miteinander verbinden. Wir alle möchten sicher und beschützt sein. Wir alle möchten glücklich sein. Wir alle möchten gesund sein oder Heilung erfahren, wenn wir krank sind. Wir alle möchten unbeschwert leben. Beginnen Sie mit dieser Meditationspraxis, indem Sie sich einen ungestörten und wohligen Platz suchen, an dem Sie in Stille verweilen können. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, eine Sitzposition zu finden, in der Sie bequem und aufrecht sitzen können. Das kann auf einem Kissen oder Bänkchen sein, oder auch auf einem Stuhl oder Hocker. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper. Nehmen Sie den Kontakt zum Boden wahr. Die Hände liegen entspannt im Schoß oder auf den Oberschenkeln. Die Schultern dürfen sich entspannen. Den Bauch können Sie loslassen. Schließen Sie die Augen oder senken Sie den Blick, was Ihnen angenehmer ist. Verweilen Sie einen Moment bei der Atembetrachtung. Es ist hilfreich, eine Körperstelle zu wählen, wo Sie die Atembewegung leicht und lebendig wahrnehmen können. Einfach nur da sitzen und Atem geschehen lassen. Dabei sein, wie er kommt und geht. Beginnen Sie damit, sich selber gute Wünsche zu schenken. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Herzregion und verbinden sich mit dem Herzen, indem Sie in diese Region atmen oder eine Hand dorthin legen. So können Sie den Kontakt zum Herzen spüren oder die Wärme der Berührung. Atmen Sie einige Atemzüge in dieser Art und Weise und nähren den Kontakt zum Herzen. Verbinden Sie sich nun vom Herzen her mit sich selber, mit Ihren guten Seiten, mit den Seiten an Ihnen, die Sie mögen und wertschätzen, die es Ihnen leicht machen, das Herz für sich selber zu öffnen. Vielleicht tauchen Bilder auf, in denen Sie sich sehen, oder Fotos, auf denen Sie sich gerne anschauen. Es können kleine Dinge des Alltags sein, die Sie an sich selber mögen. Zum Beispiel Ihre Fürsorge für sich und andere. Oder Ihr Wunsch, Gutes in die Welt zu bringen. Aus dieser freundlichen und herzlichen Verbindung heraus sprechen Sie innerlich einen oder mehrere der folgenden Sätze.
Möge ich sicher und beschützt sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund leben. Möge ich Heilung erfahren. Möge ich unbeschwert leben. Fühlen Sie sich frei, immer wieder wahrzunehmen, was in Ihr Bewusstsein tritt. Und wenn es Widerstand, Trauer, Ärger oder körperliche Empfindungen sind, erlauben Sie auch diesen Phänomenen als Teil der Gegenwart wahrgenommen zu werden. Seien Sie freundlich zu sich. Und zwingen Sie sich nicht, etwas zu fühlen, was Sie nicht fühlen. Es geht in dieser Meditation nicht darum, bestimmte Gefühlsregungen zu erzeugen. Möge ich sicher und beschützt leben. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund leben oder möge ich Heilung erfahren? Möge ich unbeschwert leben? Wenn Sie möchten, können Sie dann Ihr Herz und Ihr Gewahrsein öffnen für Lebewesen, die Ihnen am Herzen liegen. Lebewesen, die Sie in Ihrem Leben unterstützt haben, Ihnen geholfen haben, die es Ihnen leicht machen, das Herz für Sie zu öffnen. Das kann ein Lehrer oder Lehrerin sein, vielleicht die Großmutter oder der Großvater oder das Enkelkind oder auch ein Haustier, ein Hund oder eine Katze. Verbinden Sie sich vom Herzen mit diesem Wesen und schenken ihm einen oder mehrere der Herzenswünsche, die Sie sich selber auch gewünscht haben. Mögest du sicher und beschützt leben. Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund leben oder mögest du Heilung erfahren. Mögest du unbeschwert leben.
Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie mit den guten Wünschen lieber bei sich bleiben möchten. Dann folgen Sie diesem Impuls. Erlauben Sie sich, immer wieder es sich leicht und einfach zu machen und einen freundlichen und milden Kontakt mit sich selber zu pflegen. Möge ich, mögest du sicher und beschützt sein. Möge ich, mögest du glücklich sein. Möge ich, mögest du gesund leben. Oder möge ich, mögest du Heilung erfahren. Möge ich, mögest du unbeschwert leben. Wenn Sie bemerken, dass die Aufmerksamkeit abschweift, dann ist dieses Bemerken ein Moment der Achtsamkeit. Würdigen Sie dies und kehren mit Ihrer Aufmerksamkeit sanft zum Herzen zurück. Nehmen Ihren Körper wahr, den Atem und verbinden sich von neuem mit den guten Wünschen. Wenn Sie möchten, können Sie nun Ihr Herz und Ihr Gewahrsein öffnen für jemanden, den Sie kennen und der zurzeit Schmerzen oder andere Schwierigkeiten in seinem Leben hat. Verbinden Sie sich auch mit dieser Person vom Herzen. Vielleicht sprechen Sie auch seinen oder ihren Namen und schenken diesem Menschen die guten Wünsche in einer inneren Haltung von Mitgefühl und Wohlwollen. Mögest du sicher und beschützt leben. Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund leben. Mögest du Heilung erfahren. Mögest du unbeschwert leben. Vielleicht strengen Sie sich gerade an, weil Sie es richtig machen wollen oder weil Sie erfolgreich sein wollen. Dann bemerken Sie diese innere Haltung und beleuchten Sie einen Moment mit Interesse. Nehme ich die Anstrengung körperlich wahr? Oder zeigt sie sich im Geist in Form von Gedanken? Kommen Sie wieder zu der Übung zurück,
indem Sie sich innerlich etwas zurücklehnen und entspannen. Verankern Sie sich über die Atembetrachtung im gegenwärtigen Moment. Nehmen Sie den Ein- und Ausatem wahr, Ihren Körper, und verbinden Sie sich erneut mit dem Herzen oder der Herzregion. Im nächsten Schritt können Sie sich nun mit einer Person verbinden, die Sie nur flüchtig kennen, die Sie nur ab und zu einmal sehen. Das kann ein Nachbar sein, die Kassiererin im Supermarkt oder die Person, die Sie immer auf dem Spaziergang treffen. Sie müssen noch nicht mal den Namen dieser Person wissen. Stellen Sie sich diesen Menschen so deutlich vor, wie es jetzt möglich ist. Sie kennen die Geschichte dieses Menschen nicht, aber Sie wissen, dass auch dieser Mensch danach strebt, glücklich zu sein. Dass auch dieser Mensch Schmerzen und Schwierigkeiten ausgesetzt ist, genauso wie Sie. Schenken Sie auch diesem Menschen aus dieser Verbundenheit heraus einen oder mehrere der guten Wünsche. Mögest du sicher und beschützt leben. Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund leben. Mögest du Heilung erfahren. Mögest du unbeschwert leben. Wenn Sie möchten, können Sie sich nun einem Menschen zuwenden, mit dem Sie es schwer haben. Wählen Sie nicht den schwierigsten Menschen in Ihrem Leben. Seien Sie wohlwollend und mitfühlend mit sich selber. Vielleicht gibt es einen entfernten Arbeitskollegen oder Kollegin, über die Sie sich geärgert haben, oder eine kleine Konfliktsituation in der Familie oder mit Freunden. Sie müssen diese Person nicht mögen oder ihr Verhalten gutheißen. Mit dem innerlichen Sprechen der Sätze drücken Sie lediglich aus, dass auch dieser Mensch glücklich sein möchte und dieser Wunsch uns miteinander verbindet. Wenn Sie möchten, können Sie auch dieser Person vom Herzen einen oder mehrere der guten Wünsche schenken. Mögest du sicher und beschützt leben. Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund leben. Mögest du Heilung erfahren. Mögest du unbeschwert leben.
Wenn Sie Widerstand spüren, Sie sich in Geschichten zu der Person verlieren, oder es Ihnen schwer fällt, dieser Person mit Wohlwollen und Freundlichkeit zu begegnen, dann zwingen Sie sich nicht dazu. Kehren Sie zum Atem zurück und nehmen die Gedanken oder Gefühle wahr. Verankern Sie sich im gegenwärtigen Augenblick. Eine weitere Möglichkeit des Umgangs ist es auch, sich selber mit Wohlwollen und Mitgefühl zu begegnen und zu den guten Wünschen für sich selber zurückzukehren. Möge ich glücklich sein. Möge ich unbeschwert leben. Wenn Sie möchten, können Sie zum Abschluss Ihr Herz und Ihr Gewahrsein für alle Lebewesen öffnen. Menschen, Tiere und Pflanzen. Männliche und weibliche Lebewesen. Lebewesen, die Sie kennen und auch nicht kennen. Die Ihnen nah sind und die Ihnen fern sind. Lebewesen, die gerade geboren werden. Lebewesen, die gerade sterben. Lebewesen, die unter Gewalt, Hunger oder Krankheit leiden. Lebewesen, die gerade sehr glücklich sind. Mögen alle Lebewesen, ich eingeschlossen, sicher und beschützt leben. Mögen wir glücklich sein. Mögen wir gesund leben. Mögen wir Heilung erfahren. Mögen wir unbeschwert leben. Nehmen Sie zum Ende dieser Übung wahr, wie Sie hier sitzen. Ihre Verbindung zur Erde. Die Aufrichtung nach oben. Halten Sie einen Moment inne und würdigen Sie, dass Sie sich diese Zeit geschenkt haben. Ihre Geduld und Großzügigkeit, Ihr Interesse, Ihr Wohlwollen und Mitgefühl für sich und andere. Die Klangschale wird gleich diese Meditation beenden, aber nicht die innere Haltung, die Sie im Kontakt mit sich gepflegt und entwickelt haben. Vielleicht können Sie die freundliche und wohlwollende Haltung mit in Ihren Alltag nehmen.